Inform the crew immediately should your electronic device become damaged or produce heat or smoke. Bitte schneiden Sie sich jetzt an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Stellen Sie die Rückenlehne senkrecht. Verstauen Sie den Tisch vor Ihnen und öffnen Sie die Sonnenblende. Beachten Sie außerdem die Hinweisschilder, Leuchtzeichen sowie die Anweisungen der Besatzung. Wir sind nun startbereit. Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the Next Level Adventures. Ready for take-off. Ich sitze im Flugzeug nach Jerewan in Armenien und habe einen Plan im Kopf, von dem ich nicht weiß, ob er funktioniert. Hast du sowas schon mal gehabt? Mein Plan ist, in Jerewan einen alten Lader zu finden, den zu kaufen und nach Deutschland zu fahren. Die Route soll erst durch Armenien, Georgien gehen, dann durch die Türkei und dann entweder durch Ost- oder Südeuropa. Aber das weiß ich noch nicht so genau. Jetzt geht's los mit der Folge 1. Wie war das mit dem Auto finden im Internet? Ja, dem Kauf und der Zulassung. Also, bleibt dran. Wir sind in Jerewan und haben einen Garagenfund gefunden. Das Auto ist über 47 Jahre alt und steht hier. Jetzt werden wir es demnächst in eine Werkstatt bringen und mal von unten angucken. Aber es sieht halt super aus, auch von innen. Ist alles original, Kunstlederausstattung. Die Farbe ist natürlich der Hammer. Es kommt aus der UdSSR, direkt damals, damals war noch Armenien UdSSR. Und wie man sieht, es steht schon sehr lange in der Garage, aber es soll funktionstüchtig sein. Und ich bin gespannt, wie es dann unten aussieht, aber sehr wahrscheinlich wird es das werden. Ein wunderbares Auto. Ich stehe jetzt hier vor der Werkstatt, hinter mir sieht man ja auch die Hebebühnen. Es wird gleich der Lader angeliefert mit dem Abschlepper. Fahren kann er ja nicht, hat keine Batterie, keine Zulassung. Und dann werden wir auf die Hebebühne nehmen, schauen, ob alles in Ordnung ist unten und dass nicht irgendwie ein Unfallwagen ist oder sonst irgendwas dran ist. Wenn alles in Ordnung ist, dann will ich ihn nächste Woche zulassen. Und er geht dann auch nächste Woche noch in die Werkstatt. Es wird einiges getauscht werden, alle Flüssigkeiten, die Bremsleitung und, Reifen. Ja, und dann geht's los auf die große Reise. Eben kommt das Auto, hier ist der Lader gewöhnt. Und jetzt geht's zurück zur Werkstatt und dann schauen wir mal, wie er ausschaut. Thank you.
Bevor es aber auf meine erste Tour durch Südarmenien ging, musste natürlich das Auto zugelassen werden. Meine Information war, dass ich das auf meinen Namen machen kann. Das war falsch. Nun scheiterte mein Projekt vielleicht jetzt schon hier, aber Tigran, bei dem ich wohne, der hat das einfach so gelöst. Er hat das Auto auf seinen Namen angemeldet. Total nett. Ich muss ihm dann nur die Schilder und die Fahrzeugpapiere aus Deutschland zurückschicken, damit er es wieder abmelden kann. Das wird was geben. Aber hier die Zulassung relativ einfach, denn die Versicherung schließt man zu Hause online am PC ab. Das Auto steht jetzt seit circa einer Woche in der Werkstatt. Alle Flüssigkeiten, wie die Bremsflüssigkeit, wurden ausgetauscht, auch die Bremsleitung wurden ausgetauscht. Ich habe neue Reifen besorgt und die werde ich auch noch draufziehen lassen. Allerdings meint Alec, der Automechaniker, dass der Vergaser nicht mehr in Ordnung sei und ich diesen warten lassen sollte oder einen neuen einbauen lassen soll. Ich entscheide mich für die Wartung, denn die kostet nur ein Viertel so viel. Den Vergaser eingepackt, ging es quer durch Jerewan zu einem alten Mann, der dafür spezialisiert ist. Nach ca. anderthalb Stunden war der Vergaser erneuert und ich nahm ihn mit in die Werkstatt. Dort eingebaut, ins Auto, ging es dann komplett mit meiner ersten Fahrt zu dem Vergasermann zurück. Der stellte fest, dass auch noch die Benzinpumpe kaputt sei. Also baute er mir eine neue ein, chinesisches Fabrikat. Ja, zurück in der Werkstatt wurden noch die Reifen montiert und es ging los auf meine erste kleine Proberunde durch Südarmenien. Ich bin gespannt, ob der Lader alles aushält, die Pässe, und ich bin auch auf mich gespannt, wie ich das erste Mal mit einem Auto unterwegs sein werde. Was erwartet dich in der Folge 2? Ich hole den Lader in der Werkstatt ab und dann geht's Richtung Süden. Als erstes wird angesteuert das Kloster Khor Virap, dann folgen die Shaki-Wasserfälle, das Kloster Tatev, die Stadt Jermuk und zurück geht es über den Lake Sevan nach Jerewan. Ich bin gespannt, wie der Lader sich schlägt und vor allen Dingen, wie ich mich schlagen werde.